Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deiner Zu. Ja, es gab einen kleinen technischen Zwischenfall. Mein PC ist abgestürzt aus mir nicht erklärbaren Gründen. Aber das Spiel hat zwischengespeichert. Allerdings könnte es sein, dass von euch jetzt 10 Minuten fehlen. Eventuell. Ich stelle dir mal kurz die Sachen hin, dass ich in Ruhe weiter Sachen machen kann. Nicht, dass gleich noch der Tierschutzverein kommt, weil ich meine Tiere nicht fütter oder so. Man weiß ja nicht. Ein Sprinkler. Aber so. Genau, irgendwo so eine Unterwasserfütterungsbox sind perfekt. Auch noch eine große Wasserschüssel. So. Okay, die sind glücklich. Ich bin noch nicht so ganz glücklich. Okay, wir sind so ungefähr beim zweiten Baum. Okay. Ich brauche aquatisch, Tropen, Ozeane, genau. Wir haben Apfelmangroven und Bananenstauden. Baumfarm. Okay, den fand ich auch gut. Aber vielleicht habe ich das jetzt echt so eine Filterfunktion gefunden, dass ich jetzt alles bauen kann und die das gut finden. Das wäre natürlich richtig geil. Ich baue einfach mal alles, was ich finde. Bambus. Finde ich bisher alles geil, okay. Kakaobaum. Okay, der ist groß und ich glaube, der bringt unser Limit ein bisschen. Kleine Palme. Holzlilien. Jetzt muss ich gerade irgendwie voll am Dings denken. Wie heißt das? Pumpkin Days, sonst müssen wir auch dringend mal weiterspielen. Aber ihr wisst ja, ich habe zurzeit kaum Zeit und ich möchte einfach mal Blende zu eigentlich jetzt mal durchspielen. Okay, wir haben die Pflanzenvielfalt erreicht. Yay! Du hast bei diesem Mackenzie-Wolf-Programm enorme Fortschritte Ja, gemacht. geil. Was für drollige Welpen. Und Drollige schau dir nur diese Welpen, toll. Artenvielfalt in den Gehegen an. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass all diese verschiedenen Bäume schon zum Stadtgespräch geworden sind. Toll. Ja. So, was brauchen wir? Das 10? ist hier wohl eine Stadt, in der Ja. sonst nicht viel los ist. Okay. Habe ein zumindest 900 Gäste, okay, und ich brauche erneuerbare Energie, das heißt, ich muss das erforschen. Okay, meine Wölfe muss ich frei lassen und ich muss 13 Tierarten halten. Okay, 13 Tierarten. Und Wölfe freilassen. Sieht schon aus bei euch. Ich glaube, aber ich habe bei euch nichts zum Freilassen, oder? Ich brauche da, glaube ich, ein paar mehr Tierchen. Ja, ich glaube, ich brauche ein paar neue Wölfe. Wolf. Männchen, glaube ich, brauche ich nicht, aber vielleicht zwei Weibchen. Weil Weibchen kann ich hier, glaube ich, unbegrenzt halten, gell? Also da sagen die eigentlich immer nichts, weil es geht eigentlich immer nur um die Männchen, weil die dann immer so reinkommen machen. Aber wenn wir ein Männchen haben und das irgendwie vier Weibchen schwängern können, ich glaube, das sollte dann funktionieren. Außer Teile sollte unfruchtbar sein. Das wäre natürlich Kacke. Genetik, Lebenserwartung, Fruchtbarkeit 83% passt. Ach, das ist sein Rudelmitglied, okay. Bindung besteht. Okay. Ja, ich glaube, wir sind schon glücklich. Ja, gut. Dann stellen wir euch mal. Also, ich muss jetzt gerade auch nicht mehr bilden. Ich muss jetzt eigentlich nur gerade schauen, dass ich möglichst viele Tiere hier halte, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich da recht, dass ich eigentlich nur gerade Tiere halten muss? Also, erneuerbare Energie, klar, das erforsche ich jetzt dann mal. Und das durchschnittliche Wohlbefinden, das habe ich ja eigentlich. Das ist jetzt gerade nur das Problem, dass ich zu wenig Tierchen dafür habe. Dann halt Tierchen und freilassen. Und halt Pflanzenvielfalt, okay. Aber es kommt gerade auch Geld rein. Ich glaube, ich kann mein Darlehen zurückzahlen. Das wäre natürlich richtig krass. Darlehen zurückzahlen, fertig. So, jetzt will ich nämlich nichts mehr mit Darlehen am Hut haben. Dann hole ich mir jetzt nämlich nochmal einen Techniker. Oder zwei, weil ich glaube, wir haben eh zu wenig. Und dann machen wir da hinten in unserem kleinen Arbeiterdorf eine Techniker-Forschungshütte. Und dann können die hier noch ein bisschen erforschen. Mitarbeiterraum, Quarantäne, Tierarzt, Tierpflege, Werkstatt. Und jetzt nehme ich hier so eine Werkstatt hin. Und dann
Können die ja da so ein bisschen was machen? Dann kriegen erstmal alle Mitarbeiter eine schöne Beförderung. So zum Dank für die geleisteten Dienste. Den Wolf habe ich schon vorstellen. Ich habe Frosch, okay, das heißt, da die paaren sich eigentlich ganz gut. Strom. Laurenz, du wirst dich nun um den Strom kümmern. Mach erneuerbare Energien, damit ich meine Transformatoren wegtun kann. Gut. Ja, Tierarten. Was haben wir denn noch nicht? Alle Filter zurücksetzen. Reis. Nilwara. Nilwara gibt es denn hier wahrscheinlich? Ein Weibchen schon mal, ja gut. Da brauchst du Wasser? Was braucht Nilwara? Ich weiß es immer nicht. Ich muss immer hier nachschauen. Nilwara. Ja, braucht ein bisschen Wasser. Vielleicht mache ich hier einfach mal einen Weg nach unten, dass man da halt auch hingehen kann. Dann mache ich das alles näher am Wasser unten. Dann kann man sich auch die hier Krokodile näher anschauen. Der Gelände ist so uneben, ich weiß. So, und jetzt kannst du aber runter. Okay. Können wir nämlich hier jetzt ein schönes Gehege bauen mit Glas. Kann ich hier mal anfangen? Kann man hier einfach das von anderen? Und der braucht ja nur 75 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und dann kann ich gleich mal meine Tiere da rein tun, also mein anderes Tier. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Nilwaran. Okay, Liste aktualisieren, kommt gerade nichts. So, die Leute sollten eigentlich zufrieden sein. Trampeltier wird sich bald paaren, das ist aber schön. Hörbarkeit des Geheges stellt. Nein, tut's nicht. So. Kann ich eigentlich auch so Mitarbeiterhüttenbonus machen? Okay, leer, medizinische. Die bearbeiten nicht so schnell, machen wir da einen. Dann machen wir hier Bonus schneller zufrieden. Noch zufriedener. Machen wir hier Pausenraum. Können wir ein bisschen zucken. Ist ja wichtig. Hoffe ich mal, dass jetzt die Dinger kommen. So. Da brauchen wir auf jeden Fall mal Mülltonnen, sehe ich hier schon. Und Spendeneinrichtung braucht dann die Frau. Okay, da kommt der Typi angerannt. Mülleimer. Man kann es eigentlich immer recht gut bemessen, aber Müll liegt, braucht man Mülleimer. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich genügend Tierarten mit einem guten Level. Okay, meine Wilde rollen da hinten richtig. Mein Goliath-Käfer ist gestorben. Das ist traurig. Habe ich noch genügend Goliath-Käfer? Tiere. Goliath-Käfer. Oh, ich habe ganz viele Goliath-Käfer. Wo sind denn meine Goliath-Käfer? Ich glaube, ich habe vergessen, es da einzustellen, eventuell. Ja, die sind nicht so happy, weil das ein paar viele sind, gell? Ich dachte, ich hätte das eingestellt. Maximale Männchen 1. Ja, da steht auch Bearbeitungsprozess freilassen. Ausnahmen. Das sind keine Ausnahmen. Ist mir eigentlich egal, behalte ich mit irgendeins. Maximale Weibchen 1. Bitte lass die alle frei. Das wäre echt cool. Das heißt, ich war bald 20. Ja, ich habe schon 20 von den Viechern. Noch mehr von den Viechern.
Gelände, okay. Hast genau ein bisschen mehr Fels. So. Umgebung findet ihr nicht so geil. Dann Natur. Nehme ich mal die ganzen Filter raus. Filter zurücksetzen. Afrika-Biome. So. Affenbrotbaum, der ist groß. Brauchen wir nicht. Ja, Aleppo-Kiefer. Komisches Gefisch da. Bananenstaude. Baumfarn. Lotus. Brennnessel. Papyrus. Elefantenbaum. Oh Gott, er springt nicht unser Limit. Elefantengras. So, hier noch ein bisschen. Ganz viel Grünzeug. Küstenmangrove. Okay, eine Küstenmangrove ist zu viel des Guten. Was sind meine Küsten? Oh, ich höre noch diese Viecher da hinten lernen. Das ist schrecklich. Vorschild. So ein Strauch. Okay, das muss reichen. Bessere Lebensqualität. Ein Beuteduftzahl. Hier dann noch so ein Essenstablett irgendwann. Wo kann ich das Ding hinstellen? Da. Futterspender, Bambus, sehr große Schlafmöglichkeit. So, jetzt kann es sein, dass das Gelände abgesucht ist. Nee, ist es nicht mehr. Okay, Qualität letzte Mahlzeit, aber er ist voll happy. Also ich brauche jetzt wahrscheinlich noch eine große Wasserschüssel, dass er trinken kann. Und dann kriegt er noch so einen Ball. Aber er braucht eigentlich gar keinen Ball. Den Sprinkler kriegt er auch noch, weil es ihm zu heiß ist. So. Dann haben wir da wieder ein neues Tierchen angesiedelt. Zweimal Königsblödler hier schon. Das sind halt hier die richtig krassen Fans. Jetzt schaue ich mal, ob sich mein Goliath-Käfer hier ein Problem gelöst hat. Goliath-Käfer. Nee. So, Adoption. Okay, ich glaube, alles, was in Gefangenschaft geboren ist, außer wenn das eine, das ist ein Männchen, das heißt, ich lasse jetzt noch ein Weibchen über. Kann ich freilassen. So, 38 Punkte, geil. Oh, mein Punkte-Dings hat sich gerade so erhöht. Habe ich gerade so gesehen. So, was brauche ich noch für Ziele jetzt? Halte mindestens 13 Tiere. Oh, drei Einrichtungen sind ausgefallen. Aber hier haben wir was erforscht. Vielleicht geht schon an unsere Solarforschung. Ein kleiner Panda. Und Barrieren. Einrichtungen. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was wollen wir denn als nächstes für Tiere aufnehmen? Ah, ich brauche noch einen männlichen Nilwaran, dass ihr euch schön formieren könnt. Preis, alle Filter zurücksetzen. Das ist billig und habe ich noch nicht. Ein Leistenkrokodil. Ich habe noch keine Leistenkrokodile, das sind andere Krokodile, die ich habe. Und dann werden es wahrscheinlich Flusspferd das nächstes werden. Und Schneegeöl-Dinger. So, dann machen wir den Weg hier so lang. Und dann kommt da jetzt unser Leistenkrokodil hin. Gehege. Nee, bei dir. So. Ich habe Einwegspiegel, geil. Die sind zwar teurer, aber sie stressen halt die Tiere nicht. So, ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr vom Wasser, deswegen machen wir da hinten mal den Anschluss. Ich glaube, die brauchen auf jeden Fall mehr. Okay.
Keine Frage, aber hier noch ein Eingangstier. Schauen die sich gerade das leere Gehege an und freuen sich darüber voll. Menschen gibt's. Braucht man nicht mal Tiere haben, die sind voll am Abgehen. So, ja, hast du eine krasse Tiere? Und ich denke mir auch so, ja, ich habe die krassesten Tiere, aber die sind da noch nicht drin. Was haben wir jetzt noch nicht? Kaffernbüffel haben wir auch noch nicht. Gut, dann leisten wir uns vielleicht schon mal einen Kaffernbüffel. Kriege ich vielleicht noch ein zweites dazu? Kaffernbüffel. Nö, aber sobald ich da eins sehe, hole ich es mir. Wasseraufbereitung. Ja, die muss wohl erneuert werden. Gut, dann machen wir jetzt schon mal einen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit unseren Leistenkrokodilen. Bis dahin, bye!